Dann würde ich gerne zum zweiten Thema kommen, nämlich Tesla. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir am Freitag, Philipp Zeschmann, eine recht ausführliche, zugegebenermaßen nicht pressemitteilungsübliche Abhandlung zu Tesla geschrieben haben. Aber Sie wissen, dass wir dieses Thema sehr intensiv betreuen und Philipp Zeschmann auch als Landtagsabgeordneter, Gemeindevertreter aus Schöneiche, Nachbarort von Grünheide, Kreisabgeordneter oder Spree, das natürlich sehr intensiv bearbeitet. Wir haben deswegen mehrere Anfragen eingereicht und haben zur aktuellen Diskussion auch Hinweise zu geben zu den akutesten Themen. Und ich glaube, Philipp Zeschmann hat sich in den letzten Wochen thematisch im zuständigen Ausschuss und auch im Kreistag hierzu inhaltlich, denke ich, gut positioniert und sehr ausgewogen positioniert. Und deswegen haben wir durch ihn weitere Mitteilungen zur aktuellen Diskussion zu machen. Bitte schön. Ja, also erstmal herzlich willkommen noch von meiner Seite und vielen Dank, Peter, für diese Vorlage. Das ist ja genau das Thema Transparenz und Information. Sie haben das ja sicher beobachtet. Ich glaube, vor nicht dieses Wochenende, das Wochenende davor gab es die ersten Demonstrationen in Grünheide. Damals habe ich in den Fachausschüssen des Landtages sowohl den Wirtschaftsminister als auch den Minister für Infrastruktur und Landesplanung intensiv darum gebeten, dass die Landesregierung und möglichst auch die Kreisverwaltungen jetzt endlich eine Informationskampagne starten, vor Ort präsent sind, um, ich sage jetzt mal, die Unsicherheiten und Unklarheiten, die bei den Bürgern vor Ort nicht nur in Grünheide, aber vor allem in Grünheide aufgetreten sind, weil sie sich nicht gut informiert fühlen, weil sie so ein bisschen denken, naja, man muss nachbohren, dann kriegt man so salamischeibenmäßig so ein bisschen Informationen, weil das sich aufstaut und weil die Gefahr besteht, dass dadurch, ich sage jetzt mal, Unsicherheit zu Angst wird und aus Angst dann vielleicht die eine oder andere Ablehnungsreaktion entsteht, weil wir als BVB Freie Wähler nach wie vor intensiv daran arbeiten, auch mit den Kollegen vom Bürgerbündnis in Grünheide und den anderen in der Region, dass das Ansiedlungsvorhaben von Tesla so funktioniert, und so habe ich es auch im Ausschuss gesagt, dass nicht irgendwie ein UFO im Kiefernwald landet und alles drumherum darauf nicht vorbereitet ist, sondern das Gegenteil muss der Fall sein. Die Rahmenbedingungen vor Ort müssen entsprechend angepasst sein, auch in dem entsprechenden Tempo, sprich die Anpassung der Infrastruktur für die Städte und Gemeinden, also Grünheide, Erkner und Amt Spreenhagen, muss gewährleistet sein. Die Gemeinden dürfen da nicht allein im Regen stehen gelassen werden, die brauchen Unterstützung, und zwar sowohl personelle Abordnung als auch finanzielle Mittel, damit die so schnell als möglich die entsprechenden Planungen, die erforderlich sind für Straßen, ÖPNV, Kitas, Schulen, Einzelhandel und so weiter, voranbringen können. So verstand sich auch unsere Pressemitteilung von Ende letzter Woche, die dazu dienen sollte, möglichst viel Information, möglichst viel Transparenz vor Ort zu erzeugen. Wir werden mit dem Bürgerbündnis Grünheide zusammen am 30. also am Donnerstag nächster Woche auch eine Veranstaltung vor Ort haben. Ich glaube, 18 Uhr, das Räumlichkeit hängt noch davon ab, wie der Zuspruch ist. Wir gehen davon aus, dass es ein bisschen größer wird, weil wir hoffen, dass möglichst viele Fragen der Bürger beantwortet werden können und auch wieder erneut, wie wir das schon seit November gemacht haben, wo ich vor Ort schon war in Grünheide bei meiner öffentlichen Veranstaltung des Kollegen des Bürgerbündnisses, dass die Anliegen, Probleme und Wünsche der Bürger mitgenommen werden und wir die auf die entsprechenden Gremien übertragen, also hier im Landtag in den Fachausschüssen, den Ministern konkret präsentieren und darum bitten, dass das Berücksichtigung findet, auch in der Arbeit der Taskforce auf Landesebene und der Taskforce auf Kreisebene, die es dazu gibt. So, der zweite Punkt, das haben Sie ja auch in der Presse geschrieben und aufgenommen, ist diese Wasserabwasserthematik. Ich hatte, glaube ich, vor 13 Tagen im Ausschuss schon das benannt und angesprochen und gesagt, Leute, wie ist denn da eure Lösung? Und da gab es keine richtigen Antworten. Sowohl, ich glaube, es war Herr Steinbach, der sich nicht so als Wirtschaftsminister zuständig empfand, und Herr Vogel war auch da. Und der hat auch gesagt, naja, das gibt noch keine Lösung, aber wir arbeiten dran, so ungefähr. Ist jetzt meinen Worten eine Zusammenfassung. Dann kam jetzt letzte Woche die interessante Veröffentlichung vom Wasserverband Strausberg-Erkner vom WSE, der das nochmal bestätigt hat. Und nun sind wir gespannt, was die Landesregierung auf meine mündliche Anfrage, die morgen in der Fragestunde gestellt werden wird, wie sie denn konkret das Wasser- und Abwasserproblem lösen wollen, dann antwortet. Also das ist, sonst muss ich sagen, wenn das keine Antwort gibt, dann bleibe ich dabei. Dann landet eher ein UFO im Wald und das ist so ein bisschen so blauäugig geplant worden, so nach dem Motto, wir kriegen viele Arbeitsplätze, wir kriegen viele Milliardeninvestitionen, aber alle Punkte, die so relevant sind, haben wir noch nicht bedacht. Denn was natürlich sichergestellt werden muss, das haben die Grünheider ja auch völlig zu Recht betont, dass die Trinkwasserversorgung nicht beeinträchtigt wird, die hat natürlich Vorrang, und dass auch die naheliegenden Naturschutzgebiete
FFH-Gebiete, zum Beispiel Löcknitztal und die Seen, die da sind, nicht darunter leiden dürfen, wenn jetzt doch erhebliche Mengen an Wasser, bis zu 372 Kubikmeter pro Stunde, glaube ich, brauchen die dann, abgesaugt werden. Und das nächste Problem ist ja auch das Abwasser. Vorgeschlagen wurde ja eine Abwasserbeseitigung in der Kläranlage Münchehofe. Die liegt nordwestlich von Schöneiche, wo ich nun herkomme, nach Freienbrink. Ist das locker mal eine ganz schöne Strecke von, ich schätze, 15, 20 Kilometer Luftlinie. Und mir ist nicht bekannt, dass es da entsprechende Leitungen gibt. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Antwort der Landesregierung morgen. Und da soll es ja möglicherweise auch in einem der Fachausschüsse eine Anhörung geben, wo auch die Vertreter des WSEs eingeladen werden. Und dann wird es sehr spannend werden zu sehen, wie das funktionieren soll. Weil wenn neue Leitungen gebaut werden müssen, haben wir ja das übliche Verfahren, dann muss das erstmal geplant werden, die Genehmigung eingeholt werden, dann müssen Sachen aufgebuddelt werden und auf der Entfernung. Da bin ich also etwas zurückhaltend. Unser Vorschlag schon in der Pressemitteilung war ja, sich mit den Wasserwerken am südöstlichen Stadtrand von Berlin, Friedrichshagen, die um den Müggelsee herumliegen, kurz zu schließen, die wohl noch Kapazitäten haben, weil die zu DDR-Zeiten viel mehr Wasser gefördert haben. Nur da muss man natürlich mit Berlin sprechen und da muss man auch gucken, welche Leitungsverbindungen über die Landesgrenze hinweg gibt es da. Das sind wir eben, wie gesagt, gespannt, was da kommt. Und ein weiterer Punkt ist das Thema Ersatzflächen für die Waldbeseitigung, die jetzt aktuell ja schon stattfindet. Die Waldersatz, die Ersatzpflanzungsflächen wurden ja auch bisher nicht benannt. Da gab es bisher nur die Information, naja, das können wir noch nicht sagen, das hängt zusammen mit der emissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Was aber die Waldumwandlung mit der emissionsschutzrechtlichen Genehmigung direkt zu tun hat, ist mir noch nicht so ganz klar. Und die Bürger vor Ort wollen natürlich, wenn schon Wald abgeholzt werden muss, wogegen ja einige protestieren, dass der möglichst in der Region wieder gepflanzt wird. Und deswegen erwarten wir auch da von der Landesregierung zeitnah Aussagen für die großen Flächen, wo das sein wird in Brandenburg und ob das auch in der Region möglich sein wird. So, und jetzt höre ich erstmal auf und gucke mal, was so an Fragen kommt, dachte ich mir. Das, wer war zu schnell als erstes? Herr Sauerbier, bitte schön. Eine ganze Reihe von Fragen. Herzlich willkommen, wie man mit Waldersatzpflanzen in Brandenburg befasst. Also vom Waldstück, das in Potsdam-Wartenberg von Unsinn abgeholzt wurde, wird irgendwo im Osten von Teltow-Fläming gepflanzt. Also das würde entscheiden, wo. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ersatzwald wollen, das wäre. Sie haben sich offenbar auch nicht mit den Berliner Wasserwerken kurzgeschlossen. Es gibt keine Gespräche, keine Verhandlungen, keine Option, Wasser vom Müggelsee zu holen. Pipeline vom Müggelsee ist Star Trek. Dagegen laufen Gespräche mit Münchehofe. Münchehofe wird das Abwasser entsorgen. Das ist der Stand. Warum wissen Sie das alles nicht als Abgeordneter? Das ist meine Frage und danach hätte ich noch eine weitere. Also das sind, habe ich andere Informationen. Laut meinen Informationen sagt der Wasserverband Strausberg-Erkner, dass das Klärwerk in Münchehofe nicht einfach mal ad hoc diese riesigen Mengen von Abwasser entsorgen kann. Ich habe gehört, die WSE nutzt es aber für ihren Verband in großem Maße und dass dann Ausbauten erforderlich sind und die sind nun auch nicht von heute auf morgen möglich. Ich bin sehr gespannt, ob die bei der angeplanten Eröffnung der Fabrik in Grünheide schon fertig sein werden. Das andere, die Information, dass das Wasserwerk Friedrichshagen definitiv noch Kapazitäten hat. Die stammt auch von einem langjährigen Mitarbeiter, der da in Projektmanagementfunktion tätig war und der gesagt hat, die haben also nach 1990 drastisch runtergefahren und diese Kapazitäten seien vorhanden. Wir wollen ja, wie gesagt, von der Landesregierung morgen hören in der Fragestunde mit der mündlichen Anfrage, wie sie darauf antworten, weil wir nach wie vor der Meinung sind, man kann nicht ein Vorhaben wie Tesla mal annehmen und sagen, super toll, und dann sagen, naja, also ein paar wichtige Probleme haben wir aber noch nicht geklärt. Ich sage nochmal, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen wie wenn ein UFO irgendwo landet und irgendwo einschlägt, und es ist also aus meiner Sicht auch ein bisschen blauäugig. Wenn die Landesregierung dann antworten sollte, was Sie hier mit Ihrer Frage jetzt sagen, wir haben da schon Gespräche mit Berlin und das wird in der entsprechenden Zeit auch bereitgestellt. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe gehört, dass die Berliner da irgendwie schon reagieren, aber ob es da Gespräche gibt, wie weit die sind, wer die Investitionen dann bezahlt, wie schnell die umgesetzt werden können, die so oder so für beide Themen, für Wasser und Abwasser erforderlich sind, das werden wir morgen von der Landesregierung hören. Wer bestellt, zahlt, und die Berliner Wasserbetriebe sind angefragt, aber meine nächste
nächste Frage. Dann kommt noch eine ganz die anderen Frage. Waren aber auch noch dran. Meine nächste Frage dazu ist, warum nehmen Sie diese Pressemitteilung des Wasserverbands so 1:1? Sie kennen doch aus der Region den Hintergrund. Da sitzt dieser Abwasserverband, Wasserverband, der gerade seinen Vorstandschef wechseln musste, der jahrelang den Straußsee halb leer gepumpt hat, der deswegen gemeinsam mit dem Nachbarn Golfplatz, der deswegen aus gutem Grunde 2 Jahre lang Bußgelder zahlen müsste wegen zu hoher Wasserförderung. Und nun kommt von diesem Verband die wütende Retourkutsche bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit. Das kann sowohl im Umweltministerium als auch im Landratsamt als auch im Rathaus von Grünheidesohn. Das sind Leute, die sich täglich über den Weg laufen mit dem Wasserverband. Selbst die Stadt Strausberg, die ja Hauptträger des Verbandes ist. Also meine Frage, warum tun Sie diesem rachsüchtigen, wütigen Wasserverband, der jahrelang zu viel gefordert hat, den Gefallen und nehmen seine Pressemitteilung da 1:1 als gültige Wahrheit? Also Entschuldigung, aber es ist exakt umgekehrt. Ich habe vor 2 Wochen schon in den Fachausschüssen genau dieses Thema aufgeworfen und der Wasserverband hat letzte Woche dann eine Pressemitteilung dazu gemacht. Also richtig wäre dann wohl, dass der Wasserverband die öffentliche Diskussion, die seit fast 2 Wochen ja eigentlich zu dem Thema schon anfängt zu kochen, aufgenommen hat und sich da positioniert hat. Ob das jetzt wirklich irgendeine Reaktion des Wasserverbandes auf Bußgeldzahlung war, wie die Landesregierung sich aus meiner Sicht gerne herausredet, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur aus der Zweckverbandsversammlung vom WSE vom letzten Herbst, glaube ich, dass dort definitiv schon, und zwar ohne Tesla, ausgeführt wurde. Durch die Trockenheiten 2018 und 2019 hatten wir schon Schwierigkeiten mit der Trinkwasserversorgung und dass die Bürger ja auch gerade in der Region Grünheide damals schon angehalten wurden, Wasser zu sparen. Und von daher passt das schon zusammen. Und von daher muss ich schon nachfragen, kritisch. Und wie gesagt, wir wollen, dass das Projekt erfolgreich ist, aber es muss auch funktionieren. Wie soll es konkret funktionieren? Und deswegen stellen wir das morgen als mündliche Anfrage im Landtag und schauen, dass wir da sinnvolle Antworten von der Landesregierung haben. Sie haben recht, da sind eben Leitungen vielleicht nicht in dem Maße vorhanden. Aber nach dem, was ich weiß, passt es sowohl beim Wasser als auch beim Abwasser nicht. Und ich bitte in keinster Weise irgendwas vom WSE und dessen Pressemitteilung nach. Im Gegenteil, die sind eine Woche später damit rausgekommen, nachdem die Fragen schon lange bekannt waren. Letzte ganz kurze Frage, ist eine Ja-Nein-Frage, Herr Dr. Zettmann, sind Sie und Ihre Fraktion und Ihre Parteien, Ihr Bündnis, für eine Tesla-Fabrik dort am Standort Grünheide oder sind Sie dagegen? Wir sind dafür, dass die Ansiedlung von Tesla in Brandenburg erfolgreich verläuft, unter maximaler Berücksichtigung der Anliegen der Städte und Gemeinden und der Bürger vor Ort. Und dafür engagiere ich mich, seitdem dieses Thema bekannt ist. Das war keine Antwort von der Frage. Also, ich bitte meine Damen und Herren, jeder hat hier das Recht, seine Fragen zu stellen, auch kritische und pointierte Fragen zu stellen. Wir haben uns in der allerersten Pressekonferenz, als das bekannt wurde, uns positiv dazu ausgesprochen, nicht explizit für Grünheide, aber auch Grünheide akzeptierend, genau. Aber haben uns seitdem, wie von Philipp Zeschmann versprochen, von unserer Fraktion versprochen, Robert Solke hat da eine erhebliche analytische Rolle gespielt, dass wir uns mit dem Standort sehr kritisch auseinandersetzen. Und je mehr wir uns damit auseinandersetzen, desto mehr Kritikpunkte gibt es. Deswegen weichen wir von der bisherigen Position nicht ab, begrüßen das weiterhin, begrüßen auch weiterhin dort das Vorhaben. Aber je konkreter es wird, desto konkreter und tiefgründiger werden unsere Fragen und unsere Kritikpunkte. Und daran hat sich nichts geändert. Nur inhaltlich ist es mehr geworden. Deswegen ist jetzt die PA dran, dann Frau Alburger, dann Sie, bitteschön. Herr Dr. Zeschmann, ich habe eine Frage zu der geplanten Veranstaltung vor Ort. Zum einen sind da auch Vertreter vielleicht von Tesla oder der Bundesregierung dabei, wissen Sie das? Und eine Frage zu Ihrem Vorschlag, dass die Gemeinden dort finanziell und auch personell unterstützt werden. Das heißt, das ist sozusagen die Forderung, dass Landesmittel wenn wir sollten für die Unterstützung der Gemeinden.
Ja, also wir haben schon vor 2 Wochen, glaube ich, oder noch länger her gesagt, die Gemeinden sind an uns herangetreten, haben gesagt, wir sind überhaupt nicht in der Lage, so schnell mit unserem vorhandenen Personal diese ganzen Planungsverfahren anzustoßen, das umzusetzen. Wer sich in der Kommunalpolitik auskennt, weiß, normalerweise einen B-Plan zu entwickeln, egal wofür, ob es für ein Wohngebiet ist, für eine Straßenänderung oder für ein Gewerbegebiet, dauert mindestens 1 Jahr, eigentlich länger. Und auch die Landesregierung hat ja nicht in Abrede gestellt, dass die kommunale Planungshoheit der Städte und Gemeinden vor Ort natürlich erhalten werden muss. Und deswegen haben wir von Anfang an auch gesagt und die Wünsche vor Ort sozusagen transportiert, dass dort gesagt wurde, wenn wir das irgendwie schaffen sollen, dann brauchen wir von euch, von der Landesregierung, abgeordnetes Personal und Finanzmittel dafür, damit das möglich ist. Und wenn bestimmte Investitionen ausschließlich getätigt werden müssen, wegen der Tesla-Ansiedlung auch zusätzliches Geld. Beispiel war zum Beispiel die Planung für die Grundschule in Grünheide, die fertig hatten. Die haben dann gesagt, na, die können wir jetzt einfach mal in die Tonne machen und müssen neu anfangen. Und dann muss es aber schnell gehen und dann muss es größer sein. Und dann brauchen wir Geld und Personal, um die Planung überhaupt hinzukriegen und eigentlich auch für die Umsetzung der Schule. Weil es kann natürlich nicht sein, dass die Gemeinde Grünheide letztendlich alles bezahlen muss, was wegen Tesla kommt und deutlich teurer und größer werden muss. So, Ihre zweite Frage, Sie hatten noch... Ja, also die Veranstaltung haben wir ja versucht, sehr kurzfristig zu machen. Ich hätte die gerne gestern gehabt. Das war aber wegen der ehrenamtlichen Kollegen vor Ort und Räumlichkeiten zu finden nicht ganz so schnell möglich, weil wir wollen, dass so viel wie möglich Information und Transparenz herrscht. Ursprünglich wollten wir die einfach nur so machen, also meine Person mit dem Bürgerbündnis vor Ort. Es gab aber Veranstalter, die gesagt haben, man soll dazu auch Vertreter der Gemeinde und des Kreises einladen. Der Bürgermeister ist nach meiner Information eingeladen und ich bemühe mich noch darum, ob jemand aus der Leitung der Kreisverwaltung dort dazukommt. Die Örtlichkeit kann ich noch nicht genau sagen. Das machen die Kollegen vor Ort. Das hängt davon ab, wie groß das werden soll. Nach meiner Information soll es im Bürgerhaus in Hangelsberg sein, aber das kann ich, ist nicht sicher. Kann sich noch mal ändern und Donnerstag, 30.01. 18 Uhr. Gut, Frau Alburger, bitteschön. Also ich sehe unsere Funktion darin, die Informationstransport zu gewährleisten, den aus meiner Sicht weder die Landesregierung oder Landesverwaltung noch die Kreisverwaltung gewährleistet, weil ich einfach beobachte, dass die Bürger vor Ort das Gefühl haben, die Informationen nicht zu bekommen und es Unsicherheiten gibt, die dann beim einen oder anderen in Ängste umschlagen. So, die Protestbewegung, da sind aber auch ganz viele Externe dabei. Ich war jetzt an diesem Wochenende leider nicht vor Ort, weil ich andere Verpflichtungen hatte. Deswegen will ich mich nicht dazu äußern, wie groß die Protestbewegung ist und wie wichtig sie ist. Es gibt ja auch eine Gegendemonstration für Tesla. Und dann ist ja auch die Frage, wie viele aus der Region, also wirklich aus Grünheide oder angrenzendem Erkner oder Amt Spreenhagen, sind denn wirklich bei den Protesten dabei? Und wie viele sind Externe, die irgendwie mehr oder weniger von weiter her kommen? Also das kann ich nicht einschätzen. Ich war nicht vor Ort, um jetzt zu schauen, wen kenne ich denn da? Und auch ich kenne auch nicht alle Bürger. Ich habe aber von den Kollegen aus Grünheide erfahren bei der ersten Demonstration, dass es eine etwas merkwürdige Mischung zwischen Naturschützern und Kollegen einer eher rechten Partei ist, die auch im Landtag sitzt. Eine sehr komische Mischung. Ich weiß jetzt nicht, wie sich dieses Wochenende entwickelt hat. Wie gesagt, wir wollen mit maximaler Transparenz Informationen gegenhalten und gleichzeitig versuchen, die Wünsche der Bürger weiterhin in die Ministerien, an die Minister, in den Fachausschüssen zu transportieren. Bitte schön. Nee, habe ich nicht gesagt. Oder zumindest skizziert. Aber wenn Sie nicht das Grundwasser wegpumpen oder die Spree auspumpen wollen, was ist denn die theoretische Lösung? Wo soll denn das Wasser herkommen, das dieser Großbetrieb mal benötigen würde? Also wenn man an Sie die Frage stellen kann. So, willst du dazu? Okay. Also dazu vielleicht, Sie haben an Müggelsee sehr großes Trinkwasserschutzgebiet und Sie haben dort 3 Wasserwerke, darunter auch das Wasserwerk Friedrichshagen. Und das Wasserwerk Friedrichshagen hat eine extrem große Kapazität. Und diese Kapazität ist in der Vergangenheit nie ausgeschöpft worden. Also dort ist mehr als genug Reserve, um die Bedürfnisse von Tesla zu decken. Nur das Problem ist dann wahrscheinlich, dass man keine Leitung von diesem Wasserwerk zu Tesla hat. Man könnte
Aufgusswasser, ja. Also die haben eine Kapazität von, ich glaube, 250.000 Kubikmeter am Tag. Vielleicht waren es auch 240, ich kann es jetzt nicht 100% sagen. Und sie hatten noch nie einen Bedarf von über 200.000. Das heißt, sie könnten 40.000 Kubikmeter am Tag problemlos zur Verfügung stellen. Und das würde auch problemlos reichen für Tesla. Da würde ein Bruchteil davon reichen. Nur meines Wissens nach gibt es keine ausreichenden Leitungen in der Richtung. Allerdings, das ist eine Aufgabe, die dann die Landesregierung machen müsste, nachzuprüfen, okay, haben wir vielleicht Leitungen, über wie wir das Wasser dorthin leiten könnten? Oder müsste da eine Leitung irgendwo neu gebaut werden? Welche vorhandene Infrastruktur können wir nutzen? Welche Leitungen sind schon? Welcher Abschnitt muss neu gebaut werden? Welcher Abschnitt muss vergrößert werden? Wo muss überhaupt eine Leitung hin? Das sind Sachen, die Detailfragen sind, die können wir nicht lösen. Das muss dann die Landesregierung machen, aber die muss dann auch damit anfangen. Weil wenn dann in einem Jahr der Schluss kommt, okay, es reicht hier nicht vor Ort, wir können vor Ort gar nicht so viel abpumpen und dann wird erst angefangen, mit Berlin sich kurz zu schließen, ja, was machen wir nun? Dann wird das mit den Zeitplänen von Tesla auf jeden Fall nichts.